So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2. Wir haben hier eine Übermacht gegen uns. Oh nein. Gut, also, 4400 gegen knapp 2000. Gut. Und er sagt, wir verlieren. Na gut, dann wollen wir ihn mal beweisen, dass wir nicht verlieren. Die tun mir auf jeden Fall leid hier. Die nackten Kämpfer. Weil es ist Winter und neblig. Und es ist schon wieder das gleiche Dorf. Langweilig. Ich werde mal was anderes machen, Leute. Das sind Leinpanzer-Pikeniere. Pikeniere formt eine Phalanx. Warte mal, das mache ich mal jetzt. Piken bereit. So. Dieser Baum nervt ein bisschen, aber das ist an sich in Ordnung. Die passen hier auf. Der passt hier auf, der passt da auf. Genau, der da. Ja, ist auch hier. Der macht hier zu. Und der macht das hier zu. So. Bereit zum Einsatz! Leinenpanzerschwertkämpfer! Die Bogenschützen! Die kommen ein bisschen weiter vor. Die kommen hier hin. So, und Le General kommt auch hier rein. Und Le Horsies kommen wieder hier raus. Meine, ja, war ja schon mal erfolgreich, nicht? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Göttern der Torheit huldigen. Zeigt ihnen keine Gnade. Keine Gnade, yay! Und der kommt von hinten. Das macht mir ein bisschen Angst, aber nur ein bisschen. Der kommt dieses Mal von hinten. Ja, aber die halten das so lange auf. Würde ich mal meinen. Ist natürlich blöd, dass es jetzt neblig ist, aber naja. Nam. Phalanx ist ausgefahren. Das ist gut. Hier auch Phalanxen. Das ist auch gut. Passt. Dann kann er kommen. Ja. Tschüssi. Oh. Zu euren Diensten. Dann tauschen wir mal Platz hier. Bogenschützen! Geschosse bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Dann machen wir das mal so. Thessalische Kavallerie! Das macht er jetzt wirklich wahr. Weiß schon, dass das dein General ist, oder? Na, egal. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Bereit.
Wilde Schwertkämpfer. Ich weiß nicht, wie gut die Verteidigung bei denen ist. Aber jetzt, ja, haben sie Schildfall angemacht. Also nicht ganz so schlimm. Ich versuche mal an denen vorbeizuschlüpfen. Nicht gut. Bogenschützen! So, wieder umdrehen. Feuerherbanner wieder mit ihren Speeren. So, jetzt kommt langsam der da. Auch weg, ne? So, jetzt kommen die wieder zurück. So, dem geht's auch nicht mehr ganz so gut. Den sieht er irgendwie. So, ich wollte eigentlich hier. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Hier so den Deckel zumachen. Aber ich komme nicht dazu. Die kann man hier reinschießen. Weil der da ist ja jetzt weg. Das ist ganz gut. Sind auch weg. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Leinenpanzer-Schwertkämpfer! Eure Befehle! Okay, jetzt. Jetzt werfen mal die Schwerter rüber. Die Pikiniere gehen mal zurück. Die drehen sich jetzt auch mal zurück. Da um. So, Pikiniere bitte einmal hier. Ja, wobei, die können eigentlich zusammen hier hin. So. Ich sehe schon, dass die hier sich auch wieder aufbauen. Okay, und jetzt zurück. Sehr schön. So, die Schwerter. Die bleiben mal hier. Doppelte Geschwindigkeit! General! Eure Befehle?
Die Hopliten gehen mal nach da. Und die, das passt eigentlich mit denen. Die Kavallerie geht mal weg da. Da, wo ist mein General? Da ist mein General. Mein General wird mal neuen Aufschwung geben. Unser General wird angegriffen. Ah, wow. Das war ja erfolgreich. So. Hat hier die Schütze auch wieder ziemlich gut. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Bereit. Schnell voran. Tausche ich mal. Wie ihr befehlt. Für Zeit. Schwerter. Reinen Panzerschwertkämpfer. Schild voll. Schnelles Marschieren! Schwerkämpfer bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Reinen Panzerschwertkämpfer! Reinen Panzerschwertkämpfer! Warte, ich geh mal mit dem General nach da. So, sieht doch ganz gut aus, ne? Sieht doch ganz ordentlich aus. Das sind meine Kavallerieeinheiten, da. Wir nehmen mal in den Rücken von ihm. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Mhm. Soll ich jetzt zu dir kommen oder was? Du musst gewinnen. Ich lass den mal ein bisschen farmen. So. Wie, jetzt soll ich ja echt jetzt zu dir kommen? Warte. Dann stell ich mich mal so hin. Ja, passt. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Passt. Nicht mehr schießen, bitte. Die anderen brauchen noch Erfahrung. Der General auch. Bitte nicht mehr. Ich hab eigentlich frei ausgemacht. Dachte ich. Ich war eigentlich davon überzeugt. So. General darf noch ein bisschen farmen. Und gut ist.
Und Fahrstuhl. So, ja, das war leicht. Das war sogar sehr leicht. Ja, aber also bei der Karte ist es sehr schwer für den Angreifer, ehrlich gesagt, weil hier gibt es 1, 2, 3 Nadelöhre und ein großer Eingang quasi. Also, wenn die Armee vom Gegner so klein ist, also in unserem Fall jetzt, waren dann nur, also ein Viertel war nur draußen, also die Kavallerie war draußen. Und ich hatte hier noch genügend Platz für eigentlich die ganze Armee. Wenn da jetzt zwei Armeen da wären, hätte ich hier zum Beispiel ein bisschen Trouble. Was ist bei der Karte am besten? Am besten ist eigentlich, wenn wirklich der Gegner Fernkämpfer hat und also die Fernkämpfer hier aufstellt und mir in die Seite bzw. in den Rücken schießt, also von der Front, die ich habe. So. Gut, also knapper Sieg. Wieso knapp? Wir haben nur 600 verloren. Also ja, 600 sind immer noch 600. Und wenn er sich klüger angestellt hätte, hätte es wahrscheinlich auch knapp werden können, aber knapper Sieg ist, finde ich, was anderes. Wahrscheinlich, weil wir über ein Drittel verloren haben. Ja, oder nicht über ein Drittel. Warte, wir haben 600 verloren und wir hatten knapp 2000, also. Frieden ist kein Leichtfertig. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn wir gewinnen und ihr verleiht Geld von uns. So funktioniert das nicht, mein Burschi. So. Warte, ich mach mal kurz. Echt jetzt? Ernsthaft? Der kommt raus? Ja, cool. Spielen wir. Ich mach mal kurz das Fenster zu. Echt, der kommt jetzt raus. Der kommt raus. Das ist natürlich sehr interessant. So, wie sieht denn... Natürlich hat er wieder High Ground. Ist ja klar. Wie sieht denn das hier aus? Batterie zu euren Diensten. Schildträger! Stolze Söhne Makedoniens! Geschossinfanterie bereit! Makedonien! Thessalische Kavallerie! General! Oh. Der hat unseren General getötet. Dieser Pisser. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Dieser Schmatzkopf. Alter, was für ein Highground er hat. Der hat jetzt wirklich ernsthaft unseren General getötet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, das war eine 18er Armee. Boah, was für ein Schmuck. Entschuldigung, darf man das noch sagen? Heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Egal, I don't care. Ich weiß, dass ich kein Rassist bin, also... Oh, jetzt macht er auch noch das. Ich glaube, ich spinne. Okay, das glauben einige, aber trotzdem. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Was für ein Pupskopf. Geschossinfanterie!
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Alter, der macht die wirklich jetzt platt, ne? Ja, jetzt mach mal den Kleber aus, danke. Schon ein bisschen aggressiv hier. Das macht einen dann doch ein bisschen aggressiv. Kannst du mal die blöden Perser hier töten? Das wäre sehr zuvorkommen. Und wie weit ist seine Reichweite? Ja, okay, er hatte natürlich den High Ground. Da bekommt man einen enormen Reichweitenboost, das stimmt. Das stimmt. Warte, du gehst jetzt mal da und rettest den blöden General, der bekommt gar nichts zustande. Weiter angreifen, 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 los. Los, los. Liga Makedoniens. Sehr schön, geballt da rein. Das ist sehr gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Zum Glück habe ich gute Bogenschützen. Und sonst würde ich verlieren. So. Ist natürlich immer noch nicht gesagt, dass ich gewinne, aber die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Das ist jetzt schon ein bisschen besser. Dezimieren bis auf null. Danke. Sehr lieb von euch. So. Die wanken auch nicht, sondern die sammeln sich wieder. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Uiuiuiui. Kommandant! Hey! Eure Befehle! Ich erwarte eure Befehle!
Ohne die Pferde hätten wir haushoch verloren. Und die wanken auch nicht. Das ist echt seltsam. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kessalische Kavallerie! Das ist sehr seltsam. Deswegen, also es ist immer gut, leichte Infanterie zu haben und auch Kavallerie. Also der macht ihn jetzt nicht fertig. Der Feuer frei aus. Wir können da hinschießen. Du kommst mal da raus. Ach, der ist wahrscheinlich auch tot. Alter. Aber es war, ja, das war wirklich ein knapper Sieg. Okay, ich dachte schon, warum um Himmels Willen machen die Steinschleuderer so viel Damage an den Pikinieren, aber der hatte ja auch meistens nur, ja, voll schade, der war schon Rang 7. Aber der war ja sowieso auch, er hatte auch Bogenschützen, deswegen war es so knapp. Aber diese Bitch hat unseren General getötet. Alter. Hier können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Oh Mann. Ich spiele auch grundsätzlich, wenn ich gegen Freunde oder also online spiele, spiele ich grundsätzlich ohne diese Mörderaktion gegen feindliche Generäle. Weil ich finde es zu overpowered, ehrlich gesagt. Klar, man braucht, das ist schon mal gut wegen Chance auf Verwundung feindlicher Agenten. Man braucht halt relativ lange, um den. Alter, was ist das denn für ein Hühner? Junge. Aber wie alt bist du? Ja, ich nehme den, weil, naja. Ja. aus guten Gründen, weil auch unter anderem 10% Chance auf Verwundungen des Gegners. Gut, Banditentum. In Abwesenheit unserer Armee treiben Banditen ihr Unwesen im Land. Wenn sie nicht unterworfen und ihre Anführer gefangen werden, wird die Provinz Feron. Kinder sind geboren, das ist wunderbar. Huiuiuiui. Gut, also warte. Armee zerstört. Baubericht. Charakter. Siedlung verloren. Banditentum. Schiffsbauer. Aber ist der jetzt durch den gestorben oder ist der? Für die Götter! Die Siedlung wird belagert! Oh, ich will es eigentlich nicht. Aber also ich will es nicht, weil er sicher die beiden hochschickt und die beiden sterben. Ja, komm. Ist jetzt auch wurscht. Ui, okay. Das überrascht mich. Zu euren Diensten.
Das überrascht mich doch sehr. So. Dann, du bist in 3 Runden, oder? Ja, soweit. Genau. Du bist jetzt... Ups. Das sind nicht meine Feinde. Sie sollen vor uns niederkommen wie eingesperrte Hunde. So, das passt. Das ist halt jetzt die Riesenkacke. Weil der hat... Das nervt mich immer noch so krass. Der hat's einfach nicht verdient. Oh Mann. Und nur weil der die KI so blöd berechnet. Der hatte niemals eine Chance. Seine einzige Chance bestand darin, dass er... dass er das Tor einreißt. Und das können wir auch automatisch machen. Das Tor einreißt und Rom erobert. Und mit seiner Kavallerie angreift. Also ich weiß nicht, welche Folge das war. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte. Naja. Schon krasser, was für Verluste. Alter. Verluste von. Einfach von Kunstwerken und so weiter durch dämliche Eroberungen passiert sind. Beziehungsweise Eroberungen in Anführungszeichen dämlich. Weil, also, es ist zwar immer schlimm, Krieg ist immer schlimm, das stimmt, aber es hat uns, die Menschheit sehr weit vorwärts gebracht. Ich meine, man braucht sich ja nur die Antike anzuschauen, wie weit fortgeschritten die waren, und das war nicht, weil, ich habe ja hier noch was. Das war nicht, weil die ganze Zeit Frieden geherrscht hat, sondern weil die ganze Zeit Krieg geherrscht hat, und zwar überall. Und ich meine, die meisten, wie sage ich es am besten, die meisten Fortschritte, die meisten großen Fortschritte waren wirklich während der Kriegszeit. Also, Internet, Elektrizität und so weiter. Also, okay, Elektrizität kam in Friedenszeiten raus, das stimmt. Also, Internet und Radar und sowas. Satelliten, also ich meine, das Raumfahrt-Ding war ja auch mehr oder weniger wegen dem Kalten Krieg. Es kam zum Glück nicht zum Blutvergießen, aber trotzdem wollten 2 Männer mit irgendwelchen Komplexen wollten stärker als der oder besser als der andere sein. Also Ost gegen Russland gegen Amerika. Und, Demokratie gegen Kapitalismus und sowas, bla bla bla. Das war auch so ein, böse gesagt, Schwanzvergleich. Und deswegen wurde der Antrieb und so weiter, also jetzt für das Weltall gepusht. Und im Zweiten Weltkrieg kam dann Internet. Beziehungsweise Radar und Funk und sowas.
Ja, Funk kam früher, das stimmt. Aber wenn man jetzt die Antike anschaut, die hatten so viel. Warte, das war doch die, oder? Ja, genau. Die hatten so krass viele Erfindungen und so weiter. Also das, ja, ist schon ziemlich heftig. Also zum Beispiel, war da der ein? Ja, der hat einen. So zum Beispiel hat Rom oder haben die Römer beinahe die Dampfmaschine erfunden. Also sie haben Dampfmaschinen erfunden, aber sie hätten beinahe Potenzial von Dampf herausgefunden. Also die haben das erstmal für ihr Theater und zum Spaß eben erfunden. Und genau, das auch nur, weil sie was will ich mit dem? Will ich mit dem wahrscheinlich auch hier, ne? Ja, wahrscheinlich. Und das auch nur, weil sie die multikulturelle Bevölkerung immer weiter bespaßen wollten mit immer neuen Sachen. Und da haben sie sich auch immer, wie gesagt, neue Sachen einfallen lassen. Und ja. Oder auch Flammenwerfer. Wann kam der das erste Mal? Das erste Mal kam der in der Antike bei den Griechen vor. Das war das Seefeuer. Die haben damals schon Erdöl verwendet. Ich bin so doof. warte mal, die geht jetzt da raus. Der geht da jetzt da rein, aber die Tante geht raus. Ich will die Tante da raus. Warte. Die muss ich hier anklicken, ne? Die Verteidiger Pellas wollen da. Habt ihr noch weitere Befehle? Ich bekomme die nicht raus. Okay, egal. Egal, ist jetzt. So, die bekommen wir auf jeden Fall hier auch. Hier. So. Gut. Können die das einnehmen? Ich glaube nicht. Ja doch. Könnten sie sogar. Der bleibt hier noch stehen und der bleibt hier auch noch stehen. So, jetzt muss ich mit der Armee. Nehme ich dann Aquincum ein. Und mit der gehe ich dann weiter nach. Der wird jetzt zur Nordsee gehen. Der da wird das einnehmen. Der da wird das einnehmen. Danach das. Der wird hier weitergehen. Okay. Dann hier unten brauche ich was für Alexandria, um das wieder zu befreien. Hier brauche ich auch mal bin immer noch geschützt, aber das ist halt echt. Warte mal, wer ist denn das? Pampilos. Warte mal, Pampilos? Du wirst jetzt mein Opfer. Pampilos, oder? Du bist doch der Pampilos. Nee. Zotikos. Zotikos. Wo ist der Pampilos? Da ist der Pampilos. Flotte aufstellen.
Und dann noch eine, und zwar der. So. Einfach aufs Wasser geschickt und dann schicke ich die beiden hier hin. Ich meine, die beiden werden so oder so eine Revolte anfangen. Also sehr sicher. Und da ist es ganz praktisch, wenn die einfach nicht anwesend sind. Oh, da oben sind die. Ja, da sind sowieso meine ganzen Armeen, also passt das schon. Gut, dann nächste Runde. So, oh, wir spielen schon wieder eine Dreiviertelstunde. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob diese Runde wieder eine Schlacht kommt. Beziehungsweise also jetzt bei der KI-Rotation. Wenn ja, dann können wir da stoppen. Nehmt diesen Zuschuss an. Nö, du hast mich beleidigt. Gut. Oh. Gut, dann machen wir das nächste Mal. Und ja, das Kämpfen, das fighten wir. Ja, wobei, ja doch, das fighten wir, weil er kann sich wegbacken. Und dann könnte es sein, dass wir trotzdem nochmal gewinnen. Gut, danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye. We'll be right back.